Benötigt eine Aktiengesellschaft neues Kapital, also frisches Geld, dann kann das Unternehmen neue Aktien ausgeben und damit die Kassen füllen. Damit kann dann die Durchführung der ein oder anderen netten Investition vorangetrieben werden. Wie die Kapitalerhöhung abläuft und was das mit dem Bezugspreis so auf sich hat, seht ihr jetzt. Wie wir im letzten Video schon gelernt haben, ist eine Kapitalerhöhung die Ausgabe neuer Aktien eines bereits an der Börse gelisteten Unternehmens. Dadurch, dass neue Aktien auf den Markt kommen, verändern sich die bisherigen Anteile der Anleger. Die Anteile verwässern. Die Folge? Durch den jetzt geringeren Anteil am Unternehmen nimmt das Stimmrecht des Altaktionärs ab. Zudem nehmen auch Aktienkurs und Dividende ab. Heißt für den Altaktionär erstmal Verschlechterung. Aber da das unfair wäre und auch nicht ganz rechtens, steht jedem Aktionär ein Bezugsrecht der neuen Aktien zu. Mit dem Bezugsrecht erhält der Altaktionär die Möglichkeit, sein Stimmrechtsverhältnis und Vermögen zu wahren. Indem er als erster junge Aktien kauft, so Stimmrechtsverhältnis und Vermögen gleichhält. Oder Plan B, man verkauft sein Bezugsrecht und wahrt so sein Vermögen. Dazu wollen wir uns jetzt mal ein Beispiel angucken. Unsere Simple Company ist eine alteingesessene Aktiengesellschaft. Die Sesselpupse aus Vorstand und Aufsichtsrat haben eine Kapitalerhöhung beschlossen, um damit das höchste Bürogebäude der Welt für sich zu bauen. Die Hauptversammlung hat diesem größenwahnsinnigen Plan zugestimmt. Jetzt zu den Daten, die wir zum Rechnen benötigen. Das derzeitige Grundkapital der Company beträgt 560 Millionen und soll um 140 Millionen auf 700 erhöht werden. Vor der Kapitalerhöhung sind 112 Millionen Aktien ausgegeben. Der aktuelle Kurs vor Beginn des Bezugsrechthandels, wozu wir später noch kommen, beträgt 205 Euro. Der Emissionskurs der jungen Aktien liegt bei 180 Euro und diese Aktien sind dann auch voll dividendenberechtigt. Außerdem ist der Nennwert der jungen Aktien gleich dem der alten. So, diese Angaben haben wir. Jetzt zur Kapitalerhöhung, bei der es sich in unserem Beispiel um eine ordentliche Kapitalerhöhung handelt, da junge Aktien gegen zu leistende Einlage ausgegeben werden. Wir haben den alten Aktienkurs KV und den Emissions- oder Bezugskurs der neuen Aktien KB. Dazu die Anzahl ausgegebener Aktien vor der Kapitalerhöhung A. Wir suchen die Anzahl neu ausgegebener Aktien J und dessen Kurs am Markt KN. Dafür berechnen wir zunächst den Nennwert je Aktie. Der Nennwert ist der festgelegte Wert der Aktie und unterscheidet sich vom Aktienkurs, der an der Börse durch Angebot und Nachfrage entsteht. Der Nennwert einer Aktie ergibt sich aus der Division von Grundkapital durch Aktienanzahl. Altes Grundkapital und Anzahl alter Aktien haben wir gegeben. Eingesetzt und ausgerechnet macht das einen Nennwert von 5 Euro für die alten Aktien. Wie in der Einleitung erwähnt, sind hier die Nennwerte von alt und neu gleich. Das können wir uns zunutze machen und damit die Anzahl an jungen Aktien bestimmen. Denn wir haben ja jetzt den neuen Nennwert und wissen ja auch, dass das neue Grundkapital 700 Millionen Euro beträgt, also um 140 Millionen steigt. Und stellen wir die Formel jetzt um zu Anzahl Aktien gleich Grundkapital durch Nennwert, dann können wir die 140 für die Erhöhung des Grundkapitals einsetzen, durch den Nennwert je Aktie von 5 Euro teilen und erhalten so genau die Anzahl an Aktien, die durch die Kapitalerhöhung dazukommt. Hier also 140 Millionen Erhöhung des Grundkapitals geteilt durch 5 Euro Nennwert. Gleich 28 Millionen junge Aktien. Ging euch das jetzt zu schnell, dann einfach auf Pause drücken und die Werte selbst in die Formel eingeben. Ansonsten werfen wir jetzt schnell mal einen Blick auf die Bilanz, bevor wir dann auf das Bezugsrecht zu sprechen kommen. Wie sehen die Auswirkungen der Kapitalerhöhung auf die Bilanz der Simple Company AG aus? Auf der Aktivseite haben wir die liquiden Mittel, die ansteigen. Unsere Kassen sind halt einfach prall gefüllt durch die Kapitalerhöhung. Berechnen tun wir das, indem wir die Anzahl junger Aktien, die ausgegeben werden, mit dem Emissionskurs multiplizieren. Heißt, wir multiplizieren 28 Millionen neu ausgegebene Aktien mit dem Emissionskurs von 180 Euro pro Stück. Macht dann mal locker 5 Milliarden 40 Millionen plus auf der Aktivseite. Wie das die Bosse freuen wird, der neue Wolkenkratzer kann kommen. Auf der Passivseite muss unterm Strich das gleiche Ergebnis rauskommen. Auf die Position Grundkapital, also gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage verteilt. Hierfür brauchen wir wieder die Anzahl an jungen Aktien und den Emissionskurs. Dabei splitten wir den Emissionskurs auf, denn dieser setzt sich aus Nennwert und Agio zusammen. Das Agio ist der Betrag zwischen Nennwert von hier 5 Euro und Emissionskurs hier 180 Euro.
Das Agio beträgt also 175 Euro und ist in die Kapitalrücklage zuzuführen. Das bedeutet für die Passivseite der Bilanz, dass wir zunächst 28 Millionen mal 5 Euro Nennwert rechnen, um die Erhöhung des Grundkapitals zu bestimmen. Macht ein Plus von 140 Millionen Euro. Und dazu kommt noch die Kapitalrücklage, also 28 Millionen Stück mal 175 Euro Agio. Das macht eine Erhöhung der Kapitalrücklage von 4,9 Milliarden. Zusammen also auch ein Plus von 5 Milliarden 40 Millionen. Es liegt damit eine Bilanzverlängerung vor. Wenn ihr euch gerade fragt, was der Typ hier von Aktiv- und Passivseite quatscht, kann euch unser Video zum Thema Bilanz sicher helfen. Jetzt aber weiter zum Bezugsrecht. Für die Bezugsrechtbestimmung haben wir eine klasse Formel, in die wir endlich unsere Werte einsetzen können. Das Bezugsrecht war ja die Möglichkeit für unseren Altaktionär, sein Stimmrechtsverhältnis und Vermögen zu wahren. Also bestimmen wir das doch mal. Das Bezugsrecht BR bestimmt sich durch alten Aktienkurs KV minus neuen Aktienkurs KN. Den neuen Aktienkurs, welcher sich am Markt einstellt, kennen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass dieser wohl unter dem alten von 205 Euro liegen wird. Wir können den neuen Kurs aber bestimmen durch diese Formel. A mal KV plus J mal KB durch A plus J. Heißt, Anzahl alter Aktien mal dem alten Kurs plus Anzahl neu ausgegebener Aktien mal dem Emissionskurs geteilt durch Anzahl alter Aktien plus Anzahl neuer Aktien. Mit unseren Werten eingesetzt sieht das dann so aus und ergibt einen neuen Aktienkurs von 200 Euro für die Aktie der Simple Company AG, der sich am Markt einstellen wird. Angebot und Nachfrage, ihr wisst schon. Den neuen Kurs machen wir uns nun zunutze und bestimmen damit unseren Bezugsrechtpreis. Alter minus neuen Kurs und schwupps ist unser Bezugsrecht bestimmt. Dieses beläuft sich auf 5 Euro pro Stück. Und damit ergeben sich dem Altaktionär der Company nun zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man kauft junge Aktien an der Börse, um Stimmrechtsverhältnis und Vermögen zu wahren. Oder Möglichkeit 2, man vertickt sein Bezugsrecht. Nehmen wir an, Laura hält 20 Aktien der Simple Company AG. Diese hatten vor der Kapitalerhöhung einen Wert von 4.100 Euro. Nach der Kapitalerhöhung durch den gesunkenen Aktienkurs nur noch einen Wert von 4.000 Euro. Bevor wir weitermachen, müssen wir noch schnell das Bezugsrechtverhältnis bestimmen. Das Verhältnis Anzahl alter Aktien zu Anzahl junger Aktien, welches bei 4:1 liegt. Einfach 112 Millionen alte Aktien geteilt durch 28 Millionen neue. Das heißt für Möglichkeit 1 ein Recht auf den Bezug neuer Aktien im Verhältnis 4:1. Für Laura heißt das 20 Aktien, die sie hält durch 4 gleich 5 junge Aktien, die sie beziehen kann. Diese kosten sie 5 mal den Emissionskurs von 180 Euro, also 900 Euro. Das bedeutet für ihr Vermögen, sie besitzt nun 25 Simple Company Aktien, die am Markt zum neuen Aktienkurs einen Wert von 5000 Euro haben. Ziehen wir jetzt die Kosten von 900 Euro für den Bezug der 5 jungen Aktien ab, sehen wir, dass sie ihr Vermögen von 4.100 Euro bewahrt hat und dazu auch ihr Stimmverhältnis gleich geblieben ist. Dafür musste sie Geld ausgeben, hat nun aber einen höheren Depotwert. Bei Möglichkeit 2 verkauft Laura ihre Bezugsrechte. Für ihre 20 gehaltenen Aktien erhält sie 20 Bezugsrechte, mit denen 5 junge Aktien gekauft werden können. Diese kann Laura zu dem zuvor von uns berechneten Bezugsrechtpreis von 5 Euro verkaufen, macht 100 Euro. Und auch auf diesem Weg beträgt ihr Vermögen wieder 4.100 Euro nach der Kapitalerhöhung. Diesmal durch die Bezugsrechtserlöse. Ihr Stimmverhältnis hält sie so jedoch nicht bei. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann benutzt einfach unsere Suchzeile. Ansonsten sage ich haut rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.